Mir ist scheißegal, welche Züge gespielt. Ah, okay. Oh, did you see what I did there? Ja, ja. Kannst du das so tun, als würden wir jetzt wieder seriös über Musik reden? Und ich bin schon im Modus. Bin ich froh, ich bin schon wieder am... Oh. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen im Modus. Scheiss, wieder... So. Jetzt wird ein Spiel gespielt zwischen Marasch und Dave. Müssen wir jetzt schreiben? Ich könnte, ich habe sind wir am Filmen? Wir sind am Filmen, officially. Okay. Es ist jetzt ready, es ist on. Okay, ich habe Spiele in 5 Kategorien für euch. Es werden Punkte zählt und addiert. Am Schluss gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Der Gewinner kommt zu mir heim. Ein 3-Gänge-Essen essen. Der Verlierer kommt auch zu mir heim, am gleichen Abend, aber darf nur kaltes Takeaway vom Vorabend aus dem Mac haben. Oh, das ist übel. Das ist aber auch. Was bist du für ein Mensch? Das ist übel, aber du musst kommen. Du krankes Schwein. Es ist wichtig, du musst kommen, wenn du verlierst, okay? Ja, ja, okay. Okay, das erste Spiel, das wir spielen, heisst Finish the Line. Ich lese euch... Schreiben oder reden? Reden. Ich lese euch... Und Buzzer? Ganz ruhig. Warte, ich erkläre. Kein Takeaway, kalt. Ich lese euch die erste Hälfte der Ziele vor und dann ist einfach der, der zuerst anfängt, beenden, ist dann dran. Das ist dann quasi der Buzzer. Okay. Und wenn man verkackt, dann kann der andere rein. Aber es gibt keinen Abzug? Nein, es gibt keinen Abzug. Okay. Man kann keinen Strafpunkt kassieren. Da. Sehr gut. Okay, sind wir ready? Jetzt. Blutrache finden ist heute die Täter. 9 mm. Okay, ich gebe dir einen Punkt für den, weil so endet ihn. Blutrache finde ich heute die Täter, denn zwischen Gute Nacht Lied und Knast liegt ne. 9 mm. Ah, ich wüsste den Song aber. Ja, könnt ihr sagen? Ich weiß nicht, aber es ist von Bushido. Ja, Bushido hat ja gewusst. Also, warte. SpongeBoss. SpongeBoss! Okay. 0 Punkte für beide. Kommt einen, hast du mir schon gegeben. Marasch bekommt einen. Okay, sind wir ready für den? Der ist einfach. Fick auf deinen Trainingsplan, Hundesohn. Mich hält das Ghetto in Form. Trainingsanzug. Warte. Ich hätte das Ghetto in Form. Der Dreisterne Kochse wird Miami Jazz in der Chateau Prior. Ja, Rocker! Ja, das ist der Marasch und das ist vom Song. Kokaina. Von Miami Jazz. Ja, mein. Korrekt. Okay. Ich hasse im Fall Spiele, wenn ich nicht gewinne. Ich hasse sie. Warte, nein, ruhig. Ja. Sind wir ready? Ja. Ich will kein Date, ich will einen Hausbesuch. Es ist Shindy. Korrekt. Ich will kein Date, ich will einen Hausbesuch. Fotze, kauf mein Buch! Okay, ich gebe dir einen Punkt. Du willst mich kennenlernen, Hotel, kauf mein Buch. Song, wie heißt der? Von Sex ohne Grund, Bro. Okay, einfach etwas gesagt. Okay, da gibt es einen Punkt für David, der steht 2-1. Okay, nochmal. Mhm. Schweißperlen glitzen auf dir, Tautropfen, Frühlingswetter. Blütennektar. Okay, Shindy. Und das ist von Monogramm. Korrekt, ein Punkt für den Dave. Ich muss aufhören mit Shindy. Ja, ich habe 2 von Shindy. Und obwohl ich Rüpel-Rapper bin, koste ich den Blütennektar. Illste Uhr, eine kranke Kette. 2-2. Hat der Lars Unlimited gut geschrieben. Okay, die hier können garantiert... beide. Es geht mir darum, wer kommt schneller rein und wer rappt weiter, okay? Die Sonne scheint hinter der Skyline wie niemals am Ballermann. Bin ich high, wird Berlin zu meinem Panama. Hab ganz Wien hinter mir wie David Alaba. Ja, du hast den Punkt. Palmenhaus Plastik. Okay. Aus Silikon sind die Bräute. Erwin Goss ganz oben am Gebäude. Okay, aber Punkt für ihn. 3-2. Okay, 3-2. Okay, jetzt kommt der letzte von dieser Kategorie. Es ist ein Schweizer Song. Ich werde den Anfang von einer Strophe anfangen. Wer länger kann rappen nachher, okay? Ihr solltet euch schämen, wenn ihr die Strophe nicht könnt. Ich weiss, okay, ich fasse sie auch artgerecht an. Ja. Ich nehme Drogen! Viele verschiedene Sorten! Vielleicht hängen Blobben oder so geboren! Ich habe länger oder vielleicht so geboren. Sie schreiben im Foren, Rap sick gestorben. Aber dabei haben sie mitgeholfen. Von wem? Moritz. Ja, fuck. Legend. Scheiße, 4-2 für den Marasch. So, jetzt. Also, ist so Kategorie, gibt nachher einen Punkt oder einfach alle? Nein, wird alles addiert. Ist alles gut, Bro. Ist alles gut. Okay, ich gebe euch jetzt Multiple Choice. Ich lese euch ein Schweiz Rap Punchline vor und ihr sagt dann, ich gebe euch A, B oder C und ihr müsst sagen, wer es ist, okay? Yeah. Und ihr müsst euch dann aufschreiben, quasi, wer es ist, oder? Und er hat es nicht gesehen? Ja, das ist mir egal. Ihr könnt ja spicken voneinander. Okay, sind ihr ready? Ja. Ich bin ein Biest, I go hard in the paint. In dem Game gibt's viel Homos und Gays. Ist die Line von A, J-Quilibrium, B, Matt the Outlaw oder C, Rones MC?
Kannst du nochmal retten? Ich bin ein Beast, I go hard in the paint. In dem Game gibt's viel Homos und Gays. Die Antwort in 3, 2, 1. Marasch? Matt Outlaw. Ich habe gesagt, Rones MC. Ein Punkt für den Marasch, das war Matt Outlaw. So läuft das. Okay, nächste Line, nächste Line. Nur raus und dem blauen Licht entgegen, will nicht arbeiten an mir selber, weil mir gefallen meine Fehler. Ist das A, der MQ, B, der Migo oder C, der Desmond Dess? Klein nochmal. Nur raus und dem blauen Licht entgegen, will nicht arbeiten an mir selber, weil mir gefallen meine Fehler. Reimt sich voll nicht, wenn ich das sage. Migo, MQ oder Desmond Dess? Ja. Die Antwort von Dave in 3, 2, 1. Migo. Desmond Dess. Und der Punkt für den Dave, es ist von Migo. Migo und Paz schlaflos in Bern. Oh shit, okay, die nächste Line, ready? Mhm. Ich bin immer noch ein Beast of the Beats und die Chicks wollen die, weil ich cool bin wie Eis. Ist die Line A von den Hobbits, B vom Native oder C vom Luke? Ich bin immer noch ein Beast of the Beats und die Chicks wollen die, weil ich cool bin wie Eis. Ja. Okay, die Antwort in 3, 2, 1. Native. Native. Korrekt, da kommen beide Punkte über. Wie viel steht jetzt? Ja, der Marasch ist schon noch chillig vorne. Ja, also warte jetzt. 1, 2, du hast 3 Punkte, Dave, und der Marasch hat 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3 steht. Ah, okay. Also 6, 4 mit dem, aber den schießen wir drauf, wenn wir beide Punkte haben. Okay. Okay, nochmal eine Line. Ah, oh, das wird richtig geil. Und die Lines sind zerteilt wie eine Klinge in der Brust. Ist das A, Liba, B, Onkel Ari oder C, Chili Mari? Kannst du nochmal? Und die Lines sind zerteilt wie eine Klinge in der Brust. Und was sind die Optionen? Liba, Onkel Ari oder Chili Mari? 3, 2, 1. Liba. Liba. Korrekt, gibt es auch für beide Punkte. Okay. Also, ja. Okay, der letzte von dieser Kategorie. Mann, ich spiele das so gerne mit euch, das ist richtig geil. Hey, wir sind noch gut, aber... Ja, ist nicht. Nach der... Ist geil, okay. Also da gebe ich euch keine Multiple Choice, wenn wir einfach sagen, wer es ist. Und sobald sich die Line fertig hat, könnt ihr Antwort geben. Beim Klimpern von Münzen werde ich zu einem Eis zapfen. Ich drehe mich um die Zeitachse. Einfach sagen, oder? Einfach sagen. CBN. Korrekt, Poesiezeug Interlude. Ein Punkt. Brackens! Ich komme einfach mit dem Druck nicht klar. Ja. Dave, komm, chill mal mit der Ausrede. Gestern hat Dave mir angerufen. Hey, Brudi, spielen wir morgen schon ein Spiel? Und so, ich habe es nicht vorgehabt. Oh, ja, dann halt. Dann mach ich extra ein Spiel für dich, Dave. Ich weiss, eben, der Druck. Den Druck mache ich mir immer selber. Vor allem ist das eigentlich etwas, was er voll würde gewinnen würde. Kommen wir zu der wichtigsten Kategorie hier, nämlich Finish Your Line. Und es sind eure eigenen Lines. Okay, die erste Frage geht an Dave. Okay. Die eigenen Lines, jetzt wird es richtig peinlich. Deine Brudis, die sind scheiße und grusig. Deine Brudis, die sind scheiße und grusig. Ohne Witz, in meiner Clique ist der Schweizer Meister im Aus. Korrekt, vom Song. Anschiss. Wegen einer ist er. Okay, ein Pünktchen für den Dave. Okay, der ist für den Marasch. Wir haben die Rolle so gut gespielt. Wir haben die Rolle so gut gespielt, nur du und ich, weil unsere Nähe uns schon genug ist. Ey, nicht schlecht. Das sind beides Vagainisch A-Songs 2013. Tokyo Blumen ist das. Song Tokyo Blumen. Sehr, sehr nice. Okay. Die spielen wir eben beide noch live. Darum fuck, ich habe extra Songs genommen, die hoffentlich nicht live spielen. Die spielen wir immer. Okay, also gut. Der hier geht wieder an Marasch. Deine Runde ist wie YouTube-Werbung. Nach 5 Sekunden wird sie weggeklickt. Drags Bitch. Vom Song. Das war das VBT-Final, das wir mit dem Visu mitgemacht haben. Gut, und bis jetzt haben wir gut gemeistert. Hier. Dave, das wird einfach werden für dich. Am Freitagabend wird viel gelogen. Nein, am Freitagabend wird viel gelogen. Das ist Bounce Cypher 2013, ja, wo ich Hahne gesehen bin. Mit dem Freeze und dem Diddy. Am Freitagabend wird viel gelogen. Sie sagt, sie ist ein Model, irgendetwas. Ich sag, du bist schön, du bist hübsch, du bist Model. So, irgendetwas. Ich kann dir nicht geben. Warte! Yes, am Freitagabend wird viel gelogen. Ich weiß es nicht. Aber du bist so ein Model, komm, erzähl ein bisschen von deinem Blog.
Superline. Superline, kein Punkt für den Dave. Aber weißt du, so schwierige Lines. Ja, sorry, gell? Mm. Gut, wir machen noch ein bisschen weiter beim Spiel. Fühlen das, Jungs, ist alles cool, sind wir happy. Yes. Ra, 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 ra. Ich wäre glücklicher, wenn ich gewinnen würde. Der hier heisst, erkenne den YouTube-Comment. Ich lese euch den Comment vor und einfach der schneller ist, der geschwinder. Von welchem Video ist es? Okay, sind ihr ready? Yeah. Wo bleibt der Basic Trap? Madame. Reloaded. Korrekt. Ah, sind nicht unsere Videos? Nein, sind nicht eure Videos. Okay. Könnt eure Videos sein, aber müsst ihr nicht. Sogar die Kommentare. Jetzt schreiben sie erst recht. Okay. Nichts gegen den aber wenn jetzt alle einen auf Kollegen machen, der am schnellsten rappt, ist der King oder wie alle korrupt vom Ruff, ist das Beste an dieser Cypher? Ein Mimics-Cypher. Also muss ich auch jetzt einen Tipp abgeben, oder? Also mir stimmt nicht. Die stimmt nicht. Okay, 3, 2, 1. Es geht um schnell rappen, RTGs. Nein. Ali. Ah. Nicht gegen den Ali. 8 Leute haben den Track so gefühlt, sie haben den PC umgedreht und nochmal geliked. Super, super Spruch, aber... Wie viele Leute haben? 8 Leute haben den Track so gefühlt, sie haben den PC umgedreht und nochmal geliked. Kann sicher kein Video von uns sein, das hat nicht nur 8 Dislikes. Es ist auch ein Cypher-Video, kann ich noch einmal sagen. Aber nicht von uns, oder? Nein. Vom Livio. Das ist korrekt, der Punkt für den David! Okay, jetzt eine Frage zu... Ja, aber ich kann ihn nicht mehr holen. Wie viele Dislikes hat Madame? 141! 141! 141! Seit wann? Seit jetzt? Und du hast wahrscheinlich noch mehr Glück, darum gebe ich den Punkt. Ich gebe den Punkt dem Dave. Ich muss ihn am Dave geben. Ich muss ihn geben. Schau, schau schnell lachen. Schau schnell lachen. Okay. Ich gehe jetzt einen geben. Ja, Internet ist... Ach komm, egal. Ich mache die nächste Frage. Okay. Okay, auch wieder, wie viele Dislikes hat alle Uhren? 59. Nein, 49. 54. 50. Ich gebe keinen. Es ist 50. Es ist 50. Ich weiß es doch. Ja, aber ich könnte nicht umraten. Ich weiß es doch. Zuerst gesagt. Nein. So, jetzt müsst ihr. Wir kommen zu der allerletzten Kategorie und jetzt so müsst ihr schreiben. Die ist ein bisschen kompliziert. Aber kannst du schnell Punkte sagen? Ja. Ich bin draus, oder? Ich weiß nicht, in der letzten Kategorie geben wir mehr Punkte. Ah. Weißt du, gibt es doppelte Punkte in der letzten Kategorie? Das ist scheiße. Nein, das ist richtig geil. Ja, hure scheiße, wenn ich am Führer wäre. Das ist geil. Okay. Also, ich sage euch jetzt zwei Wörter. Und ihr, Dave, du musst über den Marasch sagen, was er von sich denkt, was er besser kann. Ich sage euch zum Beispiel jonglieren und Fußball spielen. Und dann musst du, Dave, sagen, was denkt der Marasch von sich, dass er besser kann. Das ist geil! Okay? Sind ihr ready für das? Ja, ja. Die ersten beiden Sachen sind rappen oder vögeln. Und wer muss jetzt... Und du musst für dich aufschreiben, was du vom Marasch denkst, was er über sich denkt. Und er bei mir. Und er bei dir. Rappen oder vögeln. Ich sage, wenn ihr ready sind. Okay, ihr seid ready. Ja. Kuscheln oder streiten? Trap Life oder Ehrenmann sein? So, das war es aus dem Spiel, oder? Oh mein Gott. Wow, jetzt muss ich da natürlich schnell schauen. Genau, also ihr müsst einfach ehrlich sein. Jetzt. Ja, wir können es einfach hinlegen, oder? Ja, wir können es einfach hinlegen. Beide drauf schauen. Dave, was denkst du vom Marasch rappen oder vögeln? Was sagt er von sich? Ich denke, der Marasch denkt, er kann besser rappen als vögeln. Rappen als vögeln. Okay, Punkt für den Dave umgekehrt. Was denkst du vom Dave? Was aber auch rappen als vögeln. Auch rappen als vögeln? Und denkst du das Gleiche? Ah, das ist ja, natürlich. Natürlich, gut. Ja, das ist viel einfacher. Beide Punkte. Prioritäten. Kuscheln oder streiten? Was ich über ihn denke? Ja. Streiten. Ich denke auch streiten. Und? Ja, das ist korrekt. Ich hätte bei mir kuscheln gesagt. Oh, okay. Ja, aber jetzt scheiss ich einfach. Nein, darum sage ich, ich muss ehrlich sein, es gibt nur einen Punkt für den Mari. Sorry. Ja. Das ist nicht beschissen, wirklich. Trap Life und Ehrenmann sein? Ich sage Ehrenmann. Ich sage Trap Life. Das stimmt, was er gesagt hat. Ja, und, nein, Alter, ich bin Ehrenmann. Ich bin Ehrenmann. Ich bin Ehrenmann.